Ralph Maxwell Lewis, Das innere Heiligtum. Kapitel 2. Der Gottesbegriff. Eine grundlegende Lehre der Theologie ist das Vorhandensein der Göttlichkeit in allen Menschen. Wenn alle Menschen sich dieser Tatsache bewusst wären, sie entsprechend schätzen und gleichermaßen ihre Natur und Wirkungsweise definieren könnten, so würden alle Religionen zu einer Einheit verschmelzen. Leider aber ist dem nicht so. Deshalb existieren verschiedene Religionen und jede hat ihren eigenen Gott. Jede kennt ihre Propheten, die von sich behaupten, göttlich inspiriert zu sein, und ihren Anhängern das Ideal eines Gottes zu vermitteln, das sie durch unmittelbare Verbindung mit Gott erhalten zu haben vorgeben. Diese Ideale aber harmonieren nicht miteinander. Die religiösen Schwärmer stehen sich feindlich gegenüber und jeder verurteilt die Ideale der anderen. Ist Gott etwas Unvollkommenes? Entwickelt er sich in Richtung einer etwaigen Vollendung? Eine solche Hypothese würde von unserer modernen Theologie abgelehnt werden und wäre auch nicht vereinbar mit den religiösen Auffassungen eines Naturvolkes. Eine solche Annahme würde seiner Hoheit und Allmacht Abbruch tun. Ein Überblick über die Geschichte der Religionen und eine Prüfung der Lehren unserer heutigen religiösen Sekten lassen jedoch eine verblüffende Ähnlichkeit zu einer solchen Hypothese erkennen, weichen sie doch in der Bestimmung der Natur Gottes recht weit voneinander ab. Wir können feststellen, dass der Glanz, mit dem unsere heutige Theologie Gott umgibt, in vieler Hinsicht jenen der früheren Zeitalter weit übertrifft. Ferner finden wir, dass seine Fähigkeiten heute weit zahlreicher sind als jene, die man ihm in anderen Zeitaltern zuschrieb. Einst besaß er eine Vielfalt von Formen, doch heute stellt der Mensch sich ihn als eine einzige Wesenheit vor und als eine unpersönliche Intelligenz, die alles Vorhandene durchströmt. Es wird aber dennoch von den modernen Glaubensrichtungen und Sekten mit Eifer die Auffassung vertreten, dass der Gott von gestern, von heute und von morgen immer derselbe sei. Wenn er aber unveränderlich, vollkommen und von höchster Vortrefflichkeit ist, wie können die religiösen Eiferer dann die unterschiedlichen Auffassungen über seine Natur miteinander vereinbaren, wie sie von all denen vertreten werden, die ihn anerkennen? Es können doch nicht alle Auffassungen richtig sein. Also müssen einige auf Irrtum beruhen. Wenn eine Gruppe menschlicher Wesen den göttlichen Impuls in ihrer eigenen Natur nicht richtig zu deuten vermag, dann kann es durchaus möglich sein, dass alle Menschen gleichermaßen irren. Und um die Verfechter der Religion zu verteidigen, kann man sagen, dass manche das Göttliche in ihrer Natur klarer als andere wahrnehmen und dass ihre Erkenntnis einen größeren Anteil der göttlichen Realität einschließt. Aber wer sind diese Menschen? An welchen Merkmalen könnten wir die Richtigkeit ihrer Wahrnehmung Gottes festmachen? Eine lautere Gesinnung genügt nicht, um die Stimmigkeit einer Auffassung von Gott zu beurteilen. Ein Mensch, der in aufrichtigem Bemühen seine Mitmenschen davon überzeugen will, dass er oder seine Sekte allein Gott geschaut habe und sie somit Mittler seines Wortes seien, wendet damit äußerst fanatische Praktiken an, die an sich schon die Erhabenheit Gottes herabwürdigen, welche der Mensch viel mehr fühlt, als dass er sie weiß. Was ist für den Menschen wohl von größerem Wert? Das Ideal eines Gottes, dem sich zu nähern er sich bemühen muss? Oder der Ausdruck dieses Ideals,
in einer aus Worten bestehenden Formel? Sehr häufig sind das geistige Ideal eines Menschen sowie der Moralkodex, den er gütigst billigt, ein Erbe. Der Gott seines Vaters und somit der Gott seiner Vorväter wird zum gesegneten Hüter der Tugenden eines höheren Lebens. Viel Unduldsamkeit und blinden Eifer, die den Glauben seiner Eltern bestimmten, übernimmt auch er. Er nimmt es übel, wenn irgendein Lehrsatz seines Glaubens oder die Richtigkeit seiner Auffassung von Gott in Frage gestellt werden. Doch er nimmt es nicht deshalb übel, weil es ihm gelungen wäre, Gott zu erkennen und er durch unmittelbare Berührung des Unendlichen das erfahren hätte, was er vorher nur geglaubt hatte, sondern deshalb, weil es seinen Stolz und sein allzu menschliches Ego verletzt, wenn sein Urteil oder das seiner Angehörigen in Frage gestellt wird. So hat es den Anschein, dass der Mensch zu einem selbstgefälligen, religiösen Schwärmer wird. Ohne Zweifel könnte man sagen, dass er einen ihm vorgeschriebenen Glauben angenommen hat, der eigens für ihn gemacht worden sei. Er nimmt einen Gott an, nicht wie er ihn selbst kennengelernt hat, sondern wie er von irgendeinem anderen dafür vorbereitet worden ist, um von ihm angenommen zu werden. Ein solcher religiöser Schwärmer ist mit sich zufrieden und von der Richtigkeit der Wahl seines Glaubens überzeugt, wenn auch sein Nachbar hinsichtlich jeder dieser Glaubenslehren anderer Meinung sein mag. Sein Nachbar mag einem Glauben anhängen, der ebenso wie sein eigener anerkannt und fest begründet daherkommt, sich jedoch von dem Seinen wie der Tag von der Nacht unterscheidet. Diese Nichtübereinstimmung kümmert ihn keineswegs. Die beharrlichen Vertreter der anderen Glaubensrichtungen stören ihn nicht, noch veranlassen sie ihn zu dem Gedanken, dass es doch nur einen Gott geben kann und nicht die so unterschiedlichen Götter einer ganzen Anzahl von Religionen. Für einen solchen Menschen stellt Gott keine persönliche Erfahrung dar, sondern nur ein prachtvolles Bild oder Ideal, das man ihm in sein Bewusstsein gepflanzt hat. Es entwickelte sich nicht aus einem persönlichen Gedankenkeim, nicht aus einer spirituellen Wahrnehmung oder aus einem persönlichen Ahnen heraus. Für einen solchen Menschen ist Gott kein Führer und allumfassender Meister, den er einen Gefährten nennen könnte, sondern er ist ihm nur eine stabilisierende Kraft. Der Gottesbegriff ist für ihn lediglich das Mittel, ihn auf einem geraden Weg durch die menschliche Gesellschaft wandeln zu lassen. Er kann seine Auffassung von Gott ändern, so oft er will. Solange dieser Gott seinen Zwecken dient, ist er zufrieden damit, den Weg bis zu seinem Grabe fortsetzen zu können, ohne dabei einmal näher mit jenem Gott in Berührung zu kommen, den er lediglich übernommen hatte. Ich sage übernommen, weil der Schwärmer diesen Gott nicht von innen heraus entwickelt hat. Solchen Männern und Frauen sollte man kein Lob dafür zollen, dass sie regelmäßig ihrem Gott huldigen, indem sie an zahlreichen Ritualen und exoterischen Zeremonien teilnehmen, denn zu solchem Tun werden sie nicht in erster Linie durch innere Beteiligung oder eigene Spiritualität veranlasst. Die zumeist fehlende Erkenntnis ihres Gottes und die methodische Art ihrer Hingabe an ihn sind charakteristisch für eine ihnen tief innewohnende Furcht, aber keineswegs für irgendetwas, das aus Inspiration heraus in ihnen geboren worden wäre. Ihnen ist ihr Gott zu einem Verfechter eines großen ethischen und moralischen Gesetzes geworden. Sie übernehmen ihn, weil er ein wesentlicher Bestandteil ihres Glaubens ist. Das entscheidende Gefühl, das sie von ihrem Gott haben, ist die Furcht vor seiner Allmacht, die sie indes gar nicht begreifen. Schlimmer noch, sie sehen überhaupt keine Notwendigkeit, sich tatsächlich um irgendein Verstehen zu bemühen.
Sie folgen einfach der Theologie ihres Glaubens mit seinem Dogma und Bekenntnis. Es ist für Menschen, die Gott nur auf eine solche Weise übernommen haben, schwer, die Unabdingbarkeit seiner Existenz einzusehen. Sie leben ihr tägliches Leben so vollständig bar wirklichen Verstehens seiner vielfältigen Werke und seiner alles durchdringenden Intelligenz, dass sie überhaupt nichts von einer wahren Beziehung zu ihm wissen. Und dennoch fürchten sie ihn. Der Mensch kann Gott niemals von außen her kennenlernen. Wie prachtvoll und verführerisch das Bild, das man von ihm vermittelt bekommen haben mag, auch sei, wenn es ihm an Empfänglichkeit für spirituelle Regungen mangelt. Ein Mensch kann einen Gott, der ihm von einem anderen Menschen beschrieben wird, nur dann für sich übernehmen, wenn diese Beschreibung zugleich auch in ihm eine berührende und erhebende Empfindung hervorruft. Die Augen eines Künstlers und die eines Physikers mögen den gleichen Sonnenaufgang erleben, und doch werden sich die Eindrücke, die im Bewusstsein der beiden entstehen, unterscheiden. Der eine bewundert die Bewegungskräfte, die bei dem Vorgang sichtbar werden, und das physikalische Gesetz, das diesem Schauspiel zugrunde liegt. Der andere hingegen empfindet als Künstler die Harmonie der Farben, ihr ausgewogenes Ebenmaß, und erlebt das erhebende Gefühl, das wahre Schönheit im Menschen auslöst und seine Seele bewegt. Jeder könnte zwar das, was der andere empfindet, verstehen, aber keiner von beiden hätte dasselbe emotionale Empfinden gegenüber dieser Idee, wie er es gegenüber seiner eigenen hat. Jedem Menschen, der an einen Gott glaubt, bedeutet dieser das höchste Gut, weswegen er sich unwillkürlich darum bemüht, sein Leben in Übereinstimmung mit diesem Göttlichen zu bringen, wie er es im Leben und Verhalten anderer erkennt. Hierin besteht die größte Leistung einer Religion, klar zu bestimmen, was gut ist im menschlichen Leben und in allem, was der Mensch wahrnimmt. In dieser Hinsicht könnten alle Religionen leicht miteinander vereinigt werden. Wenn diese jedoch Gott in Grenzen einzwängen oder ihm eine Gestalt zuschreiben, entsteht nur Verwirrung. Und so ergibt es sich unausweichlich, dass Menschen zu Atheisten werden. Die Religion hat die erste Ursache Gott genannt. Doch die anderen Eigenschaften, welche die Religionen zu den verschiedenen Zeiten Gott zugeschrieben haben, verursachten große Verwirrung hinsichtlich seiner Natur. Lassen Sie uns annehmen, die Religion behielte Recht und Gott wäre wirklich die erste Ursache, geschähen dann all jene Dinge, die sich aus dieser ersten Ursache ergeben, mit Absicht oder aus Notwendigkeit? Wird die Ursache von einer Absicht oder einem Zweck bestimmt, so muss sie geistiger Natur sein. Der einzige Vergleich, der sich mit solchen bewussten Ursachen anstellen lässt, sind wir selbst. Wenn Gott eine von Absicht geleitete Ursache bzw. ein von Absicht geleiteter Geist ist, müsste er notwendigerweise über Eigenschaften verfügen, die denen des menschlichen Geistes ähnlich sind. Er müsste die Fähigkeit der Wahrnehmung besitzen, wodurch er dann auch das gegenwärtige Dasein erkennen würde. Überdies müsste er auch Unzulänglichkeiten wahrnehmen, die zu überwinden oder der Vollendung zuzuführen wären. Somit hätte diese erste Ursache, sofern sie von einem Zweck geleitet wäre, sich selbst gewisse Ziele zu setzen und danach zu streben, diese zu erreichen, so wie es für den menschlichen Geist der Fall ist. Die religiösen Eiferer, die solche Schlussfolgerungen ziehen, haben sich selbst ontologische Probleme geschaffen. Sie sagen in der Tat, Gott ist die uranfängliche Substanz, in der alle Dinge ihr Dasein haben,
Dennoch aber sagt man von diesen Dingen auch, dass sie die Erfüllung seiner Absicht seien. Somit hat es den Anschein, als ob die Dinge, die in seiner Absicht lägen, zu einer bestimmten Zeit nicht von seiner Substanz gewesen wären. Es liegt auf der Hand, dass etwas, das schon ist, nicht erst zu werden braucht. Hat Gott erkannt, dass sein Wesen unvollständig oder unvollkommen war und dass er sich deshalb einen Plan machen und zweckgerichtet tätig sein musste, um diesen unvollkommenen Zustand zu überwinden? Solche Schlussfolgerungen anzuerkennen, hieße, dass die göttlichen Zwecke oder Ziele, die Gott zu erreichen suchte, zu einer gewissen Zeit vollkommener gewesen wären als sein eigenes Wesen. Wenn außerdem Gott irgendeinen Mangel festgestellt hat, wo hätte dieser Mangel dann herrühren können, wenn er nicht schon von vornherein in der Substanz Gottes selbst gegründet hätte? Hierauf zu antworten, dass Gott die Ziele aufstellte, die er in seiner eigenen Natur erkannte, ist dasselbe, als wenn wir sagten, dass Gott unvollkommen war und er sich zur Vollkommenheit hin entwickelt hätte. Wenn eine Religion uns solche Gedankengänge anbietet, welche Sicherheit haben wir Sterblichen dann, dass Gott sich nicht noch immer zur Vollkommenheit hin entwickelt und somit das Göttliche auch jetzt noch unvollkommen ist? Um mit diesen ontologischen Problemen fertig zu werden, entwickelte die Religion einen Dualismus. Gott ist der eine Aspekt dieses Dualismus. Er ist absolut, ist vollkommen und vollständig in sich selbst. Da er als Geist aufgefasst wird, ist er auch allwissend. Der andere Aspekt ist die Welt, also all das, was nicht Gott ist. Gott als Geist wirkt auf diese Welt. Er entwickelt und schafft aus diesem Universum all das, was seinem eigenen Willen dient. Mit diesen Schlussfolgerungen hat die Religion jedoch nicht die Probleme gelöst, vor die sie sich gestellt sah. Sie hat in ihrer Beweisführung im Gegenteil einen neuen, ungeheuren Bruch vollzogen. Gott hat das Sein geschaffen, sagt die Religion. Damit aber hätte Gott etwas hervorgebracht, was weniger vollkommen wäre als er selbst. Denn obgleich dieses Sein von Gott kommen muss, mag doch die Religion nicht zugeben, dass die Materie und die Dinge, welche unser Dasein ausmachen, letztendlich von göttlicher Substanz sind. Der Mystiker kann einen personalen Gott nicht anerkennen. Er kann sich seine Gottheit nicht als ein Wesen vorstellen, das von einem bestimmten Geschlecht ist oder eine Gestalt besitzt, die der Mensch begreifen könnte, weil sie irgendeiner Gegebenheit gleicht, die der Mensch kennt. Sich Gott anthropomorph vorzustellen, sich ein Bild von ihm zu machen, das dem Bild des Menschen entspricht, hieße für den Mystiker, dass der menschliche, endliche Geist zu einer allumfassenden Erkenntnis der Natur Gottes fähig wäre. Da es offenkundig ist, dass der Mensch so viele Anteile seines eigenen Wesens nicht kennt, wie kann er glauben, die Größe Gottes vollständig erkannt zu haben? Dies wäre für den Mystiker ein wahrhaft gottloser Gedanke. Der Mystiker überlegt weiter, ob denn Gott durch die Grenzen und Formen, welche der menschliche Geist sich schafft, eingeengt werden kann. Das Universum und alles, was es umfasst, muss nach der Auffassung des Mystikers entweder als ein launisches, mechanistisches Phänomen durch ein Ordnungsprinzip erklärt werden, das allein der Vorstellung des Menschen entspringt, oder durch eine unendliche Intelligenz als bewegende Ursache mit ihren daraus sich ergebenden sekundären Ursachen, welche das Dasein aller Dinge hervorrufen. Da der Mystiker kein Agnostiker ist, erkennt er das Prinzip einer intelligiblen Ursache und eines göttlichen Geistes als uranfängliche, bewegende, universale Kraft an.
Wie überwindet er nun die Schwierigkeiten, vor die sich ein religiöser Eiferer gestellt sieht, wenn er das Verhältnis zwischen einer geistigen Ursache und der stofflichen Welt erklären will? Wenn Gott Geist ist und somit Ursachen schafft, wie kann dann das Vorhandensein der Materie erklärt werden? Wenn der göttliche Geist die groben Substanzen schuf, welche die Menschen wahrnehmen und als Materie bezeichnen, woraus schuf jener Geist dann diese groben Substanzen? Da dem Mystiker der göttliche Geist allumfassendes, grenzenloses Sein bedeutet, konnte es keine andere Substanz geben, aus welcher er Körperliches, Materie und sogar Seelen erschaffen konnte. Für den Mystiker ist der Glaube, dass die physische Welt, die materielle Substanz also aus einem Zustand des Nichts entstanden sein soll, mit der Natur Gottes unvereinbar. Da für den Mystiker Gott alles ist, konnte es keinen negativen Zustand eines Nichts geben, das zu gleicher Zeit mit oder neben ihm hätte bestehen können. Wenn etwas aus einem Nichts heraus geschaffen werden kann, so ist dieses Nichts eben doch etwas. Wenn außer Gott noch etwas anderes existierte, würde dies die Natur Gottes einschränken, denn dann wäre Gott eben nicht allein jenes Etwas. Die Phänomene, welche der Mensch als Materie auffasst und deren tatsächliche Existenz die Wissenschaft nachweist, müssen demnach aus der Natur Gottes hervorgegangen sein, also dem göttlichen Geist entstammen. Wenn diese Materie von Gott kam, so ist sie in Wirklichkeit niemals geschaffen worden. Es muss sie schon immer gegeben haben. Wenn dieser göttliche Geist alle Realitäten des Universums ausmacht, also allumfassendes Sein ist, muss es schon immer existiert haben. Es kann für den göttlichen Geist folglich keinen Anfang geben, denn von woher hätte er kommen sollen? Da der göttliche Geist ewig ist, muss, was seiner Natur entstammt, beziehungsweise die Substanzen, welche ihm entstammen, die physischen Realitäten beispielsweise, ebenfalls ewig sein. Der Mystiker ist daher nicht der Auffassung, dass der göttliche Geist die Erde und all die weiten Welten mit ihren gesamten materiellen Einzelheiten, die wir kennen, geschaffen hat. Ihre Essenz, die Strahlungen und Energien, aus welchen sie bestehen, sind Teil der Natur dieser göttlichen Intelligenz und sind es immer gewesen. Sie verändern sich in der Tat, wie ja auch der Geist selbst immer tätig ist und das Bewusstsein verändert. Der wahre Mystiker ist somit ganz entschieden ein Pantheist. Für ihn waltet Gott in allen Dingen und überall. Für den Mystiker sind der Stein, der Baum, der Blitzstrahl, wie auch der Mensch selbst göttlichen Ursprungs. Sie stellen für ihn jedoch keine Schöpfungen Gottes dar, sondern sind von der Natur Gottes, von göttlichem Geist. Für den Mystiker löst dies eines der größten theologischen und philosophischen Probleme aller Zeitalter recht leicht auf, nämlich wie das Spirituelle mit dem Weltlichen in Einklang zu bringen ist. Da alle Dinge von göttlichem Geist sind, ergibt sich nicht die Schwierigkeit, Beziehungen zwischen zwei Zuständen nachweisen zu müssen, die für gewöhnlich als diametrale Gegensätze angesehen werden. Analog dazu können wir sagen, dass Dunkelheit kein Gegensatz, sondern nur eine geringere Manifestation des Lichtes bedeutet. Bedeutet dies nun, dass der Mystiker beispielsweise einem Baum oder einem Berg dieselbe Verehrung entgegenbringt, wie der orthodoxe Gläubiger sie seinem Gott zollt? Der Mystiker antwortet auf diese Frage mit der Gegenfrage: Und wo ist Gott? Da Gott bzw. der göttliche Geist für den Mystiker alles durchdringt und überall gegenwärtig ist, erblickt er Gott in allen Dingen,
derer er sich bewusst wird. Jedes Ding, das in Erscheinung tritt, vermag dies einzig durch die Kraft der Intelligenz Gottes, welche die Eigenschaften des Dinges ausmacht, die der Mensch wahrnimmt. Der Mystiker erblickt Gott nicht weit ab in irgendeinem legendenhaften Bereich, innerhalb der Mauern eines Tempels oder einer Kathedrale oder in irgendeiner Ecke des Universums, sondern vielmehr in einem jeden Atemzug, den er in seine Lungen aufnimmt, in jedem Sonnenuntergang und in jedem grünenden, schattigen Ort. Eines ist dabei jedoch zu beachten. Jedes einzelne Ding, das der Mystiker wahrnimmt, umfasst nicht den ganzen göttlichen Geist, sondern vielmehr nur eine seiner unendlich vielgestaltigen Ausdrucksformen. Daher ist der Mystiker nicht einer jener Pantheisten, welche die Natur anbeten. Da für den Mystiker der göttliche Geist alles durchströmt, kommt in keinem der Einzeldinge die ganze göttliche Natur zum Ausdruck. Gleichsam wie man die Persönlichkeit und die Fähigkeiten eines bedeutenden Menschen nicht an einem einzelnen seiner Werke erkennen kann, so kann auch der göttliche Geist nicht dadurch erfasst werden, dass man einzelne seiner Myriaden von Erscheinungsformen betrachtet und untersucht. Da der göttliche Geist allumfassend ist, also alles in sich einschließt, erkennt der Mystiker, dass auch seine Verehrung allumfassend sein muss. Jedes Ding der Natur, das der Mensch entdeckt, verehrt der Mystiker als ein Glied und einen endlichen Bestandteil des unendlichen göttlichen Seins. Er bringt daher seine spirituelle Liebe auch keinem Einzelding, keiner einzelnen Substanz entgegen. Umgekehrt wird er nicht irgendetwas, wie geringfügig seine Bedeutung ihm auch erscheinen mag, als gänzlich außerhalb der Grenzen des göttlichen Wesens stehend betrachten. Gott galt den Mystikern alter Zeiten aus zwei Gründen als unbegreiflich. Erstens sei die Intelligenz des Menschen so gering, dass es ihm nicht möglich wäre, Gott in seiner ganzen Wesenheit zu begreifen oder Gott in jedwedem Sinn des Wortes zu erkennen. So erklärte der Mystiker, der Mensch solle nicht sein Gehirn, das seinem sterblichen Körper angehört, einsetzen, um zu versuchen, die Natur Gottes zu erkennen oder ihn zu erklären und festzulegen, was er sei und was er nicht sei. Denn dies setzte voraus, dass das Bewusstsein des Menschen fähig wäre, die Idee Gottes in ihrem gesamten Ausmaß zu erfassen. Zweitens vertrat man die Meinung, dass der Mensch seinen Intellekt transzendieren und sich gar über seinen Gebrauch erheben müsste, da dieser Intellekt seiner körperlichen Existenz angehöre und dass, wenn ein Mensch sich erdreistete zu behaupten, ein Gott existiere, er damit zugleich auch zum Ausdruck brächte, dass er auf intellektuellem Wege Kenntnis von seiner Existenz erlangt hätte. Die Mystiker erklärten, dass der Mensch es völlig aufgeben müsse, Gott mit seinem Verstand oder Intellekt begreifen zu wollen. Er müsse vielmehr in einen Zustand der Kontemplation und Meditation eintreten, indem er seinen Geist von allen Erörterungen darüber befreit, ob es einen Gott gibt oder ob es ihn nicht gibt, und indem er sich dafür bereithält, sich vom Absoluten aufnehmen zu lassen und ganz im Wesen Gottes aufzugehen. Sei dies geschehen, würde er von einem Gefühl der Gelöstheit und des Friedens umfangen. Dies sei die einzige göttliche Realität, durch welche er Gott zu erfühlen vermöchte und durch die er sich ihm nähern könne. Wenn wir anführen, dass der Mensch in einen Zustand der Kontemplation eintreten und so dem Selbst die Möglichkeit geben muss, sich zu verlieren, sehen wir uns dem Problem des Selbst gegenübergestellt. Was ist das Selbst?
In welcher Beziehung steht es zur Seele? Dies werden wir im Folgenden zu betrachten haben.